Er ist so schön. Was geht ab, ihr Prinzenröllchen? Wir flüchten vor Karneval. Und wow, ich sehe nichts. Ich habe mich als Freizeitparktester verkleidet. Wir flüchten vor Karneval und sind heute mit einer bunt gemischten Gruppe im Efteling. Dabei ist der Tobi Taron. Für dich habe ich keinen Spitznamen. Joscha. Und der Wuppertal-Marco. Wuppertal. Der Durchschnitts-Marco. Endlich drin, nachdem ich noch mal eine Viertelstunde auf meine Eintrittskarte warten musste. Egal, jetzt geht's endlich los. Um Viertel nach zwölf. Es ist so schön hier, Marco. Wollen wir doch direkt erstmal checken, was hier so bei Symbolica los ist. Wir haben Marco, der Symbolica noch nie gefahren ist, und Tobi, der Symbolica noch nie gefahren ist. Und Joscha und ich haben bisher nur eine Tour gemacht, also sehr gespannt. How looks it out? Bitte? How looks it out? 40. Oh ne, dann machen wir erstmal was anderes. Ich denke, es ist 15. Was ist für ein Zelt da? Zirkus. Festzelt, Karneval. First ride of the day. Ist es ein gutes Zeichen, dass der Soundtrack von Joris läuft? Wir sind jetzt eben erstmal Baron gefahren. Erste Reihe mega geil und Joris ist noch zu. Aber wir sind guter Dinge, dass es noch aufmacht. Und ich weiß nicht, ob Python heute noch aufmacht. Der macht auch noch. Ja, meinst du? Ich will noch ein Stück noch dazwischen gesetzt werden mit dem Computer. Da ist halt dann ein Splash. Das ist wie bei Rollercoaster Tycoon früher, weißt du, so yay und dann boom. Ach, der Holländer, ich liebe ihn. Let us take a ride. What? 25. 25. Geht. Mit der neuen Kamera kann man hier jetzt auch mal was sehen. Zumindest ein bisschen. Ja, deswegen meinten wir ja gerade, wir müssen schnell hier raus. So fliegende Holländer. Nee, warten, da tragt sie. Oh, vielleicht kriege ich ja den Splashdown noch drauf. Warte, warte. Schon ziemlich langsam. Nice. So, wir haben jetzt gerade gespottet, dass Joris Testfahrten macht. Man hört wahrscheinlich gerade gar nichts wegen dem Wind. Ich mache das, glaube ich, gleich. So, wir haben etwas aus der Wand gesnackt und jetzt wollen wir Holz fahren. Nee, ist das schön mit der Sonne, die durch die Holzbalken bricht. Ich spreche gleich auch durch die Holzbalken, du. Oh yeah, Joris. I love Joris Riding. Das G in Rot steht für Gewinnen. Die Bahn macht einfach nur Spaß. Wir gehen jetzt direkt nochmal rein und fahren die andere Seite. Wir sind eben Feuer gefahren, jetzt fahren wir Wasser. Natürlich, wenn wir Feuer fahren, gewinnt Wasser. Was
sonst nie passiert. Und wie Joscha schon sagte, das bedeutet natürlich, dass die Fahrt auch weniger Spaß gemacht hat. Wir haben heute übelst den leisuren Day, oder? Was haben wir jetzt? Gleich 3 Uhr? Zweimal Joris, einmal Holländer und einmal Baron gefahren. Und einmal Snackautomat. Und Snackautomat gefahren. Jetzt gucken wir mal, was dein Bowler Kale. Ah, sieht okay aus, oder? Du kennst die Warte schon. Ja, da geht's nur noch die Treppe hoch. Und dann die Treppe runter und dann drinnen noch eine Runde. Und dann gehen wir hinten in die Ecke. Drumflucht, Vogelrock. Die Karneval. Aber ist am Bolli-Jay. Sieht's ja gar nicht mal so aus. Ich sag gerade, da kommt nur noch die Treppe hoch und dann die Treppe runter. Dann steht man drin, dann kommt die Show, dann geht man rein, dann fährt man durch, dann ist man schon durch. Ja, ja. Fertig. Geht das Feierabend. Spoiler. Komm, gehen wir einfach, oder? Scheiße, also letztes Mal haben wir 40 Minuten gewartet und da war deutlich mehr los. Ja. Aber ich würde sagen, machen wir. Machen wir. Machen wir. Wir tun es. Bist du aufgeregt? Ja. Ich mache es. Ich mache es. Simpsons Gucker wissen mehr. Seid ihr aufgeregt? Immer. Erstes Mal. Guck, wie aufgeregt ich bin. Oh. Gut, dass ich einen Weitwinkel drauf habe. Ja, immer sehr kriminell. Ja. So siehst du immer überall direkt die kriminelle Energie. Und die Regeln, Erziehung. Die Regeln, die müssen ja eingehalten werden. Hallo. Hallo. Danke. Mit Grinden der Koch startet pro 250. De Koning heeft altijd gelijk. Er kent nu eenmaal zijn gelijke niet. Wie war das? So, wir sind Symbolika jetzt nochmal gefahren und es stimmt schon, was alle sagen. Es wird halt einfach noch geiler, weil man dann so ein bisschen schon weiß, was kommt und sich dann auf alles so konzentrieren kann und nicht so völlig überfordert ist. Und ich sag mal, die Lumina Fantasia. Leuchtet gar nicht. Geil. Sieht man gar nicht im Hellen. Es leuchtet. Man sieht es nur nicht. Das ist ja hier, Walk jetzt. Das ist ja Walk on. Lumina Fantasia. Auch immer direkt Space Center.
Wagen so Seitendinger hat, sonst wird er einfach rausrutschen. Tschüss! Tschüss! Boah, ist das warm, Alter! Ich glaube, lange anstehen müssen wir nicht. Boah, es hat Wärme hier drin, ey. Oh, wir haben Marco verloren. Marco wurde von dem Bügel überrascht. So, da Wartezeit kann aber auch keiner wissen. So. Weißt du, hier ist dann Latsch drauf, ne? Ja. Nice, wir können loslegen. Der macht voll die Gang-Signs, der blaue Riese da. Was macht der? Der macht voll die Gang-Signs. Ach so, ja. Oh. Ja. Ich hier Kannibal. Wir fahren jetzt Vogel. Weißt du Bescheid? Vogel. That's what we like to see. Ich bin immer wieder überrascht, wie sehr einem das Moped die Schuhe auszieht. Runde 2. Wir sind auf jeden Fall alle vier im Vogelroh Fanclub. Eine geile Achterbahn. Wir sind zweimal gefahren, weil es so Bock macht einfach. Also das Ding, man würde es halt einfach nicht denken, dass es so krass drückt, abgeht und boah. Wir rätseln immer noch, wie der Streckenverlauf genau aussehen müsste. Einfach ein geiles Gerät. Sexy Beast. Die Achterbahn. Ich bin noch mit meinem Slow-Mo-Video beschäftigt. War gut, oder? War gut, oder? War mega gut. Mega gut. Ist das nicht schön mit der Sonne? Beautiful. What a beauty. Es sind schon keine Boote mehr da. Ah, da. Haben schon alle rausgeguckt. Oh, tschüss! Hey. Jetzt fällt er mal. Oh, da wird er mir voll schwindelig bei. Krass, wäre mir nie aufgefallen. Genau wie letztes Mal widmen wir unseren letzten Ride dem Holz. Weil abends auch nochmal ultra. Kratz. Auch nochmal ultra geil. Richtig Bock. Und danach geht's nach Hause, denke ich mal. Es sei denn, wir können sitzen bleiben oder sowas, aber ich schätze mal nicht. Wollen wir rennen?
Komm, machen wir Rennen. Wer, wer, wo? Wir treffen uns in der letzten Reihe, oder was? Ihr werdet untergehen. Vater wird gewinnen. Was? Ich muss mal die Aufstellung besprechen, wie wir am besten vorgehen, um das Rennen zu gewinnen. Wir müssen uns so ganz doll nach vorne beugen, so. Weißt du? Du bist fies. Ich glaube, wir bringen auch ein bisschen mehr Gewicht auf die Wagen. Meinst du? Warte, hier, ich zeig mal. Oh. 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 Und passt? Dein Nachbar hat auf jeden Fall ein Pech gehabt. Wollt ihr nochmal? Wie seid ihr verrückt? Der wurde gerade abgestimmt. Zwei Enthaltungen und einer dafür. Ich habe gesagt, ich würde nicht Nein sagen. Dann hat ein Ja gesagt. Bruh, ist das schön. Fast so schön wie unsere drei Fahrten Joris jetzt zum Abschluss. Eure vier. Und, ja, ihr wart doch jetzt noch zweimal. Geil. Da sollen wir dann auch da lang gehen? Ist doch auch schön. Hier ist gerade abrupt die Musik ausgegangen. Der Drache ist auch. Obwohl, er bewegt sich ja noch. Der sagt jetzt einfach so ab. Weißt du, Nebel. Nebel ist es halt. So, mit meinem letzten Prozent Akku. Tschüss, es war super schön mal wieder. Tschüss, schön ihr. Joscha ist noch drin, Essen holen. Tschüss.